wirklich weiterspringen. Naoki Yasuzaki. Da Kasai, der Ex-Weltmeister im Skifliegen, auch hier nicht dabei ist. Er ist also nicht angereist aus Sapporo. Gehen wir davon aus, dass er nach wie vor technische Probleme hat und dass er nicht in Thunder Bay dabei sein wird. Denn diesen Wettkampfnachweis, den hätte er wohl bringen müssen. Der Skiflugweltmeister von Hararov 1992, als er vor Andy Goldberger und Roberto Cecon gewann. 131 Meter für Naoki Yasuzaki aus Sapporo. Irgendeiner müsste jetzt mal wieder einen gucken lassen, die Brandfackel werfen. Im Moment Urban Frank aus Slowenien. Hiroya Saito. Ja, demonstrierte Unbekümmertheit der Japaner. Oder sind sie tatsächlich jenseits von Gut und Böse? Hauptsponsor ist eine norwegische Delikatesse, wie Sie auf dem Trikot sehen. Nimmt man alle Trainingsdurchgänge zusammen, dann müsste normalerweise einer der Japaner gewinnen. Okabe oder Funaki. Saito ganz bestimmt nicht. Der ist zu kurz gesprungen. Die Japaner auch mit der vollen Kapelle am Start. Preisrichter sind sich einig. 18,5. Einig waren sie sich einmal beim Fliegen in Oberstdorf. Das war 1976, als Toni Inauer Weltrekord sprang mit 176 Metern. Da zogen sie fünfmal die 20. Fünfmal die 20. Einmalig. Das gab es nur beim Skifliegen in Oberstdorf. Nie wieder. Wind nimmt leicht zu. Wie werden die Nishikata, Ito, Suchacek, Bredesen, Ottesen, Nieminen, Leitinen, Nikolau, Krabe, Cekon, Funaki, Ahonen und Goldberger damit fertig? Diese stehen noch oben am riesigen Ablaufturm. Saito. Es gibt ja nach wie vor 5 Flugschanzen in der Welt, die auf denen die Skiflugveranstaltungen durchgeführt werden. Das ist Vikersund, das ist Oberstdorf, das ist dann Kulm, Bad Middendorf. Da gibt es im nächsten Jahr die Weltmeisterschaften. Dann haben wir Planitza und Hararov. Jinja Nishikata, der nach dem Springen vom Holmenkollen übrigens zurückgeflogen ist nach Sapporo, weil seine Freundin im Krankenhaus liegt, hat sich um sie gekümmert und ist dann am Freitag wieder hier angekommen in Vikersund. Nishikata, ein Weitenjäger, war er zumindest in der vergangenen Saison. Das waren nur 140 Meter. 3 Japaner jetzt hintereinander. Saito, Nishikata, Ito. Ito ist der Nächste. Ito. Aber die beiden Besten, die kommen später. Das sind Okabe und Funaki. Er hatte seine Chance in Sapporo genutzt bei den Weltcup-Springen, wo die Japaner naturgemäß mit einer riesigen Streitmacht am Ablauf fahren. Da wurde er 10. und 4. Seitdem war er im Aufgebot von Nippon. War dann in Lahti, als es nur einen Durchgang gab, als Jens Weißflug ja seinen 30. Weltcup-Sieg errang. 7. Falun nochmal 4. Also
Der Mann dürfte mit Sicherheit in der japanischen Mannschaft von Thunder Bay stehen. Harada, der Weltmeister von 1993, ist draußen. 153 Meter im Moment der sechste Platz. Jetzt kommt Okabe. Achtung, Achtung. 194 in der Probe. Der Kamikaze aus Sapporo. Der förmlich in die Luft hinein hechtet, der das Polster sucht und meistens findet. Takanobu Okabe. Sehen Sie, 97 km/h. Er hat immer den langsamsten Ski. Das liegt an seiner Anlaufhocke und nicht in erster Linie am Material. So ist also die Formulierung langsamer Ski nicht ganz richtig. Seine Anfahrtshocke ist nicht optimal, aber was macht er draus? 174 Meter, 19 und 19,5. Das ist der erste Platz für den Favoriten dieses Skifliegens in Vikersund. Wunderschön und wunderschön gelandet, ja. Da fragt man sich manchmal, warum der Sturzmeister der Saison viermal hat er sich in den Schnee gepackt. Ja, irgendwann möchte man meinen, muss er doch mental dort federn lassen. Das kann doch nicht spurlos an ihm vorbeigehen. In Planica, in Innsbruck hat er gewonnen. Zwei Weltcup-Siege und er ist nach wie vor in dieser Extremvorlage. Aber er zieht den Sprung nicht ganz durch. Er zieht den Sprung nicht ganz durch. Es ist nicht ganz der alte Funaki, der sich in Bischofshofen bei 131,5 Metern in den Schnee gepackt hatte. Unter anderem, als er Andreas Goldberger noch abfangen wollte. Das war vielleicht der größte Zweikampf der Saison bislang. Funaki, 157 Meter, keine Frage, ist er vorn mit dabei, aber nicht ganz vorn. Nicht ganz vorn. In Europa, der 24-jährige Büroangestellte Hiroya Saito ist auch schon ein bisschen müde, meinte er im Kopf. Aber die Japaner sind natürlich auch Meister, sich im Zwingen, im Zusammenreißen, im Konzentrieren. Und man hat das vorhin gesehen, wie sie bestrebt sind, auch, sag mal, zu vergessen, abzuhaken, sich während der Sprünge mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und Hiroya Saito scheint das gut gelungen zu sein. Er führt vorerst 146 Meter im zweiten Durchgang für Saito. Dann Jinya Nishikata. Wir haben ja vier Skiflugveranstaltungen, jeweils zwei an den Wochenenden, an diesem und am nächsten in Vikersund und in Oberstdorf. Jeweils zwei Wertungssprünge. Das heißt also, wenn einer alle vier Springen gewinnt, hat er nochmal 400 Punkte. Bekommt eine kleine Kristallkugel, einen kleinen Weltcup nur fürs Fliegen. Aber das Fliegen geht auch in die Totalwertung, in den Gesamtweltcup ein. Andy Goldberger freilich juckt das überhaupt nicht, denn der hat den großen Weltcup schon für sich entschieden. Sehr guter Sprung und damit übernimmt er die Spitze und dürfte sich mit diesem Versuch auch weit nach vorn schieben. Jinya Nishikata 101 mit der 38 Naoto Ito. Sagt es heute Mittag schon in Sapporo auf den heimischen Schanzen. Als der größte Teil der Weltelite nach Japan kam, da gelang ihm der Durchbruch. Mit seinem vierten Platz, speziell am zweiten Tag, war er dann nominiert, qualifiziert für den zweiten Teil der Europa-Tournee, die ja nahtlos übergeht in die Tournee nach Nordamerika, also zur Weltmeisterschaft. Und der ist dabei, gar keine Frage. 143 Meter, zwar ein Abfall, aber trotz alledem, da ist er klar in den Weltcup-Punkten.
Funaki. Bewundernswert in vieler Hinsicht, der Mann mit der extrem tiefen Hocke. Und schön. Bis auf das i-Tüpfelchen, das fehlt. Auch hier die Landung, aber 163 Meter weiter als 157 Meter im ersten Durchgang. In Planica ist er gestürzt, war trotz Sturzes Sechster. In Bischofshofen war er gestürzt. Willingen, Schanzenrekord. In Lahti war er auch gestürzt. Von Espen Bredesen. Espen Bredesen, der ja in Falun gewonnen hatte. So, nun Okabe. Er macht eigentlich alles anders. Alles anders als das theoretische Ideal im Skispringen es aussagt. Gedrungener Körper, niedrige Abfluggeschwindigkeit. Aber er springt eben weit. Da geht er von der Kante weg. Trifft sie auch wieder gut. Wie gut. Auf jeden Fall ist er vorn. 167 Meter für Okabe, der die zweiten Plätze fast gepachtet hat. Zweiter in Sapporo, zweiter in Falun, zweiter in Lillehammer, zweiter in Oslo und ist er nun auch zweiter in Vikersund oder gewinnt er? Die Antwort weiß nur